Also, wir starten damit, dass wir uns für eine Variante entscheiden. Und ich mache jetzt da mal den Aufbau mit dem Kipper. Das war auf dem Plan, den ihr habt, die Nummer 4. Ja, und wenn man da genau schaut, dann ist das im Maßstab 1 zu 1. Aber ich mache das jetzt mit dem Lineal. Dann sehe ich, dass der Kipper 80 mm lang ist. Und die tragen wir da mal 80 mm auf. Nicht da bei dem Winkel mit dem Nuller anfangen, sondern von mir aus da eine Verschiebung machen bis zum 10er. Und dann mit dem Bleistift einfach da eine Markierung bei 80. Das Lineal halten, dass ich da im rechten Winkel dran bin. Ich kann es auch auf der Seite machen, dann liegt es länger auf. So, dann drehe ich das und schaue mir es an. Einmal da. Und einmal auf die andere Seite übertragen. Die 80 mm sind da. Und zum Sägen habe ich es eben einmal auf der Seite und da zum Ansetzen. Dann mache ich doch gleich das andere auch. Da habe ich nämlich 15 mm für die Fahrerkabine. Als nächstes, wo fängt der Kipper da an? Der ist bei uns laut Plan 30 mm. Auch das übertrage ich mal wieder auf die Seiten. So, dann fällt uns jetzt nur noch der Kipper. Der ist da vom unteren Rand 8 mm hinauf laut Plan. Und jetzt machen wir aber gleich die Körnungen. Fertig. Alles angerissen. So, tut's mir bitte nie auf einem Holztisch körnen. Dafür ist die Fläche da gut vom Schraubstock. Ich lege mir das da drauf. Dann habe ich da meinen Körner. Und wenn ich den so ansetze, dann halte ich ihn so schräg, dass ich genau auf die Spitze sehe. Da, wo das Kreuz ist, wo ich die Bohrung haben will. Dann richte ihn auf, dann schnappe ich mir meinen Hammer, setze den einmal an, hole mäßig aus und schlage einmal zu. Das reicht schon. Mehr muss es da gar nicht sein. Da drin verfangt sich dann der Bohrer und das war's. So, alles gekörnt. Der nächste Schritt, solange das noch kompakt ist, wir bohren. Dann fangen wir an mit der 3 mm Bohrung. Den Bohrer hineinspannen. Das Werkstück einspannen. So, dass die Bohrungen immer zwischen die Backen sind. So. Dann stellen wir uns da noch die Höhe ein. Klemmen nicht vergessen. Grob zielen. Thank you.
noch die großen. Zaghaft drücken, ja. Man muss schon mit ein bisschen an Druck da arbeiten. So. Fertig, alles gebohrt. Wir brauchen wir. Jetzt müssen wir als nächstes mit so Kegelsenker die Bohrungen noch entgraten. Das könnten wir in der Maschine tun, dann aber bitte nur mit der langsamsten Drehzahl. Und so mache ich das aber wie mit Bleistiftspitzen. Das reicht schon. Weg ist der Grat. Andere Seite. Und für die kleinen habe ich einen kleinen Senker. Jetzt habe ich nur noch die scharfen Grate da innen. Das machen wir jetzt mit den Pfeilen. Auf zum nächsten Schritt. So, jetzt wollen wir das entgraten. Da habe ich entweder eine normale Feile, eine Flachfeile oder eine Schlüsselfeile, auch eine Flachfeile. Da reicht es völlig, wenn ich da so reinfahre. Und für die Entfernung von dem Grat da vorne, schräg ansetzen, fertig. Mehr braucht es gar nicht. So, alle Grate sind weg. Nächster Schritt ist sägen. Der Straubstock hat da so unangenehme Oberfläche. Und wenn wir das jetzt da einspannen würden, dann hätten wir den ganzen Abdruck da drinnen. Deswegen macht euch selber solche Schutzbackeln und schon ist das Problem gelöst mit der Oberfläche. Beim Einspannen müsst ihr bitte aufpassen, möglichst knapp zum Schraubstock zu gehen. Je weiter das da raussteht, desto mehr funktioniert das nicht mehr. Und von meiner Sicht aus schaue ich gleich, dass das genau senkrecht ist. Und dann drehe ich das da zu. Wenn ich das zu hoch herausstehen lasse, dann quetscht es mir das Profil zusammen. Klar? Zum Sägen habe ich da meine Metallbügelsäge. Die halte ich so hinten am Heft, vorne am Bügel. Und wie ich es euch gezeigt habe, man steht da schon mit den Beinen auseinander, ein bisschen weg von dem Schraubstock, damit der Oberkörper praktisch da mithelfen kann, das so nach vorne zu sägen. Ich brauche keinen Druck nach unten machen. Ich muss nur schauen, dass das gleichmäßig, also dass das eine gleichmäßige Bewegung ist. Nur beim Ansetzen, da setze ich sie vorne an, oder eigentlich hinten, da bei mir. Dann tue ich meinen Daumen, das Gelenk da her, und an dem lasse ich das jetzt entlang schrammen sozusagen. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich da so eine kleine Kerbe. Und die dient mir jetzt zum Ansetzen für das Sägeplattel als Hilfe. Jetzt kann ich es da ansetzen, jetzt kann ich es da in die Hand nehmen und dann brauche ich mich nur mehr konzentrieren, dass ich so genau entlang vom Bleistiftstrich bin und ziehe dann von hinten den Strich und kann immer wieder schauen von vorn, ob ich wohl gerade bin. Schauen wir mal.
Erster Schnitt ist erledigt. Jetzt habe ich also einmal da hereingesägt. Jetzt drehe ich es um. Ich glaube, leichter ist es, wenn ich da hinten zuerst diese Zentimeter da weg tue. Okay, jetzt drehe ich nicht mehr viel. Jetzt mache ich das einfach.